am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und ich bin heute nicht alleine gekommen, sondern ich habe eine Gruppe von großartigen Frauen im Gepäck, also geballte Frauenpower. Und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen haben, heute hier mit mir zu sprechen. Wir haben uns kennengelernt, sehr intensiv kennengelernt, über die letzten Monate. Sie alle haben nämlich die Mindful Masters Coaching Ausbildung absolviert. Und wir sehen uns gerade hier zum ersten Mal virtuell wieder nach der Abschlussveranstaltung, die sehr emotional war, fand ich, und sehr schön. Und erstmal möchte ich euch alle begrüßen. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Hallo, Sarah. Und jetzt habe ich gar nicht eure Namen genannt, wie unachtsam von mir. Ich sitze hier nämlich mit Jenny, mit Julia, mit Nathalie, mit Marie-Therese und mit Deborah. Und ja, ich habe gedacht, es wäre einfach toll, mal mit euch zu sprechen, weil wir sind alle so unterschiedlich und dann doch so gleich. Und das ist mir nochmal bewusst geworden in dieser Ausbildung, denn letztendlich ist es so, wir alle haben ja ganz unterschiedliche Geschichten und auch sehr bewegende Geschichten. Also wir sind ja wirklich zusammengewachsen und jede von uns hat ja ganz andere Dinge im Leben erlebt. Aber das, was uns ausmacht im Kern, unser Menschsein, in dem sind wir uns doch alle sehr ähnlich. Ja? Wir alle wollen uns entfalten. Wir alle wollen auch uns entwickeln und auch vor allem so sein dürfen, wie wir sind. Aber wir alle hadern auch damit und kämpfen mit anderen und vor allem mit uns selbst. Und Nathalie, vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, weil deine Geschichte oder vor allem auch das, was du geteilt hast, du musst es auch gar nicht hier teilen, wenn du nicht möchtest, aber deine Worte haben mich einfach sehr bewegt auf der Abschlussveranstaltung und auch in den Coachings. Was würdest du denn sagen, ist bei dir was aufgegangen in der Ausbildung oder was war für dich das Wertvollste? Liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du für uns hier den Raum aufmachst und dass wir hier unsere Geschichten teilen dürfen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil diese Frage danach, was so aufgegangen ist, was so, das hat eigentlich ja schon mit der ersten Mindfulness Masters Coaching Sitzung begonnen, wenn man so ganz intensiv in diese Selbsterfahrung wirklich geht und diese Selbsterfahrung nicht nur alleine macht, sondern in der Gruppe vor Fremden die eigene Geschichte teilt, die eigenen Schwächen und die Verletzlichkeit offenlegt, aber in einem guten insgeheim Wissen, dass es gut aufgehoben ist. Und diese Arbeit mit einem selbst und mit anderen zusammen, die schaffen eine ganz neue Sensibilität für das eigene Handeln, für die eigene Biografie. Ja, also es hat mir zum einen sehr viel besser geholfen zu verstehen, wo ich herkomme, was mich prägt, auch wenn das immer diese leise Stimme im Hinterkopf ist, die man mit sich rumträgt, die man aber im Alltag gerne ignoriert oder mit Ablenkung übertüncht. Aber durch diese Übungen sind ja brutal ehrlich. Und ich habe absolut kein Problem damit. Ich werde es nur kurz umreißen, weil das sonst in den Rahmen sprengen würde. Für mich war das Thema Mental Health, kam danach auf, nachdem mein Vater sich das Leben genommen hat. Und ich gemerkt habe, wie sehr wir alle doch in unserem Kopf festhängen und wie sehr wir brachial versuchen, über das Außen, über den Kopf unser Glück zu erschaffen und dann die Erkenntnis, das funktioniert nicht und beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Punkt. Und die Ausbildung
hat eben dann nochmal diesen Blick darauf verschärft, okay, woran darf ich arbeiten, was darf ich lernen, wo sind meine Schwachpunkte, aber da durch die Achtsamkeit auch ganz liebevoll drauf zu gucken und zu sagen, okay, die sind da, diese Schwachpunkte sind da, diese Glaubenssätze sind da, aber ich darf damit arbeiten und diesen Weg zu gehen mit sich selber schließt deswegen nicht aus, diesen Weg mit anderen zu gehen. Ich merke gerade, ich höre ganz viele Punkte, also um das abzuschließen, es gibt einem, es ist wie ein neues Paar Kontaktlinsen oder eine neue Brille, durch die man dann die Welt sieht. Eine sehr geschärftere Wahrnehmung und das ist ein unglaubliches Geschenk und das würde ich um nichts in der Welt missen wollen. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig beantwortet. Es gab nichts Falsches zu sagen und ja, danke für diese ehrliche Antwort. Vielen, vielen Dank. Und was uns ja auch ausgemacht hat in der Ausbildung und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass wir ja auch alle unsere eigenen Wunden haben, die wir angeschaut haben und eben auch dabei sind, die zu heilen und dadurch auch anderen helfen. Nicht nur jetzt in unserem Umfeld, sondern auch mit diesen Tools arbeiten. Das ist eine Ausbildung, also du wirst auch wirklich darin ausgebildet, mit anderen zu arbeiten, auch ziemlich früh. Also es geht direkt auch in die Praxis. Und was mich so daran berührt oder nicht berührt, auch mir imponiert hat, ist, dass wir alle unterschiedliche Wege gehen. Ja, also dass jeder auch sein eigenes daraus macht. Ihr habt die Tools, aber jeder macht sein eigenes daraus. Und da komme ich jetzt mal zu der lieben Julia. Julia kommt eigentlich aus der Finanzberatung und hat aber jetzt für sich nochmal zusätzlich einen ganz neuen Weg gefunden und ein ganz neues Thema, mit dem sie arbeiten möchte. Julia, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was ist da passiert und wo geht's hin für dich? Ja, auch ich sage danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, alle hier wiederzusehen. Also jetzt den kleinen Teil, den wir hier sehen. Und bin auch total, ja, fühle mich sehr geehrt, dass ich hier beim Podcast auch mit dabei sein darf. Und was hat sich für mich getan? Also ich bin mit der Idee dahin gekommen, okay, ich werde auf jeden Fall das Thema Achtsamkeit in den Businessbereich reinbringen. Und es war auch, also ich meine, ich mache es auch. Und ich bin auch total überrascht von mir, mit welcher Ruhe ich das mache. Jetzt am Donnerstag stehen die ersten Business-Coachings an, die mit denen ich dann auch wirklich mein Wissen reinbringe. Kann und es ist auch gut so. Gleichzeitig habe ich für mich dann noch, als wir dann so das Thema Positionierung und warum bist du hier gesprochen haben und wo soll dein Weg hingehen, wo siehst du deinen Mehrwert für die anderen, hat sich für mich immer mehr das herauskristallisiert, dass ich einfach, dass mein Herz da so richtig aufgeht, wenn ich das Thema Achtsamkeit im Familienleben mehr leben darf und andere auch ja, begleiten darf darin, ja, liebevoller in ihrem Familienalltag auch miteinander umzugehen, ihre alten Päckchen loszuwerden und mit neuer Energie ja gemeinsam die Zeit zu genießen. Weil ich auch für mich gemerkt hatte, mein Familienleben, mein Mutterdasein war für mich einfach nicht das, was ich haben wollte. Und ich habe hier jetzt die Kraft, also ich habe ja schon länger den Weg, bin ja länger den Weg gegangen, dass ich dann so auf der Suche danach war, wer bin ich und wer will ich sein? Und jetzt habe ich das Gefühl, ich komme immer mehr da an, bei mir an und kann dann auch mit dieser Stärke auch anderen die Stärke geben, ihre, ja, alten Lasten loszuwerden und ja, liebevoll miteinander zu leben. Dankeschön, danke. Und das finde ich halt so spannend, dass man eben beides integrieren kann, ja, dass du sagst, hey, ich mache das bei den Führungskräften, aber ich gehe auch rein in die Familien, weil es mir ein wichtiges Thema ist. Und wie du auch gerade so schön gesagt hast, dass ja, du bist Mama von zwei Kindern, dass sich in deinem Alltag ganz viel geändert hat. Drei, sagt sie gerade, okay, sorry. Und Respekt. Ja, und dass du da nochmal eine neue Berufung gefunden hast. Und jetzt kommen wir zu einer Dame,
die ganz besonders ist. Also alle hier sind ganz besonders, aber sie ist nicht nur Mindful Masters Coachin, sondern sie ist auch Co-Coachin in der Ausbildung und hat eben auch die Übungsgruppen geleitet, hat die Teilnehmer, Teilnehmerinnen aufgefangen, den Raum gehalten, durch die Übungsgruppen geführt. Für alle, die jetzt zuhören und nicht genau wissen, worum geht es, was sind Übungsgruppen? Also ich leite die ganzen Seminartage und die Einzelcoachings, aber es gibt ganz viele Übungsgruppen auch noch. Und da war eine Person ganz, ganz wichtig, denn sie ist eine unserer Co-Coaches und auf sie möchte ich nie wieder verzichten. Und ja, sie ist einfach eine ganz, ganz inspirierende Persönlichkeit und einfach ein fester Bestandteil des Teams, Punkt aus. Liebe Jenny, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Sarah. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Und ich bin schon ganz berührt von deinen Worten. Ja, ich bin dir auch sehr dankbar, hier ein Teil dieses Teams zu sein. Und es ist mir ja eine Ehre. Und es ist einfach ja ein wundervoller Platzort bei dir hier dabei zu sein. Danke, liebe Jenny, für alles. Und ich würde mal gerne von dir wissen, weil du bist ja auch schon lange auf deinem Weg. Du bist Coachin, du bist begleitest eben diese Ausbildung, hast auch andere bereits begleitet. Und wie war denn das für dich? Also ich habe dich ja auch auf der Abschlussveranstaltung mal so aus dem Augenwinkel beobachtet und habe gesehen, du warst auch sichtlich gerührt. Und wir haben uns ja auch zwischendurch immer ausgetauscht. Also du bist ja wirklich, du bist an jeder Person auch sehr nah dran. Wir haben einen sehr, zwar uns wichtig, einen Container geschaffen, wo sich jeder auch ja, gut aufgehoben fühlt. Und was war denn so für dich das, was du dir mitnimmst aus der Ausbildung und von den Menschen? Ich war halt zum Beispiel total inspiriert von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also die Geschichten und der Mut und dieser Zusammenhalt und auch, was sie jede für sich entwickelt daraus. Aber wie war denn das für dich? Was hat dich berührt? Ja, es war tatsächlich auch dann der Tag der Abschlussfeier und auch die Zertifikatsübergabe. Ich habe ja den größten Teil der Teilnehmern schon in den Bewerbungsgesprächen kennengelernt. Und einfach zu sehen, der Beginn von den Bewerbungsgesprächen hin, in der Ausbildung zum Ende hin, die Abschlussfeier, da hat jeder Teilnehmer für sich eine solche große Entwicklung geschafft und Transformation ist entstanden. Es war unglaublich. Die Teilnehmer auch während der Ausbildungszeit, wie du schon gesagt hattest, wir waren immer in einem sehr engen Kontakt, in einem sehr engen Raum miteinander. Und daraus ist auch so eine richtige Familie entstanden. Jeder hat seinen Raum, seinen Platz bekommen, zu wachsen, sich zu zeigen. Und jeder wurde auch wirklich so angenommen, wie er ist. Und das war einfach, ja, so schön, das in dieser Zeit mitzuerleben. Auch das Miteinander, untereinander, es sind viele Tränen geflossen, man hat sich gegenseitig unterstützt, aufgefangen und das war einfach, ja, unbeschreiblich. Das hat mich selbst wirklich sehr berührt und dann eben auch in der Abschlussfeier die Geschichten jeder einzelnen Person, was sie erlebt hat, was der Weg zu dieser Ausbildung war und wie es jetzt eben weitergeht für jeden Einzelnen. Ja, danke. Und das finde ich eben auch so spannend, dieser Weg und auch wie es für jeden, für jede Einzelne weitergeht, persönlich, aber auch beruflich. Und dass es schon bei vielen so konkret wird. Und ja, Jenny, ich freue mich einfach auch wieder, die nächste Runde mit dir zu machen, die nächste Ausbildungsklasse. Du bist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil von all dem. Und als ich dich hier angekündigt habe, haben die anderen Frauen einfach nur schon applaudiert. Ich glaube, da spreche ich für alle, wenn ich ein großes Dankeschön an dich sage.
Ich danke dir, Sarah. Marie-Therese, erzähl uns mal ein bisschen von dir. Erzähl uns doch mal, was hat dich überhaupt dazu bewogen, die Ausbildung zu machen? Und ja, wie geht's weiter für dich? Erzähl mal ein bisschen. Wer bist du? Hallo und ganz liebe Grüße aus Brüssel. Also so viel sei gesagt, ich bin eigentlich aus Österreich, war die einzige Österreicherin in diesem wunderbaren Kurs, aber das ist ja das Tolle an Online-Veranstaltungen, dass man von überall aus daran teilnehmen kann. Und was kann ich über mich erzählen? Also ich habe eben in Innsbruck die Schule besucht, habe dann dort auch maturiert und bin dann nach Wien gezogen zum Studieren. Und hatte dann eigentlich das Glück, dass ich immer wieder sehr tolle Praktika gemacht habe. Und im Endeffekt hat mich mein Weg ins Europäische Parlament in Brüssel gebracht. Mein Weg war aber gekennzeichnet von Glaubenssätzen wie, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug. Was machst du hier eigentlich, weil du verdienst es nicht. Und ich habe dann tatsächlich vor mittlerweile 3 Jahren mit einem Coaching begonnen. Und eigentlich war der Sinn des Coachings ein Business Coaching. Wie kann ich mich selber in gewissen Settings besser platzieren, verkaufen, als für die Podcast-Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch junge, blonde Frau hat man halt schon oft im politischen Umfeld so seine Schwierigkeiten. Und relativ schnell hat sich dann das Business-Coaching zu einem Personal-Coaching gewandelt und habe mich dann auch in meiner Freizeit privat sehr viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, für mich und auch für andere, da steckt wahnsinnig viel Potenzial dahinter. Und man lebt in einer Welt, in der man sich mit dem Unbequemen eigentlich nicht beschäftigen möchte, aber eigentlich wohnt da der Zauber inne, wenn man schon mit schönen Zitaten um sich werfen möchte. Nicht im Anfang, sondern eigentlich in dem bereits Geschehenen und was man erlebt hat. Und was mich dann dazu gebracht hat, ich habe tatsächlich am 01.01.2022 deinen Podcast gehört und du hast die Ausbildung angekündigt und ich war total geflasht und habe mir gedacht, hey, das ist das, wonach du schon so lange gesucht hast. Und habe mich dann angemeldet und hat mich sehr gefreut, dass ich gewonnen oder genommen wurde. Und die Frage, die sich ab Ausbildungstag 1 eigentlich durchgezogen hat, war, your pain is your superpower, what is your pain? Und ich bin mir dann eigentlich immer mehr bewusst geworden, ich bin in einem sehr kompetitiven beruflichen Umfeld und beobachte, dass sehr viele sehr unglücklich sind. Sie sind super ausgebildet, sie haben super Jobs, aber sehr viele sind unbewusst, bewusst auf der Suche nach mehr, nach der Erfüllung und befinde mich auch selber darin, ganz ehrlich, weil ich mir denke, es muss eigentlich mehr geben als das, was uns bis jetzt vorgelegt wurde. Und durch die Ausbildung habe ich auf jeden Fall gelernt, mutig zu sein, zu dem zu stehen, was und wer ich bin. Und ich habe, glaube ich, gestern den ersten richtigen Step in meine berufliche Weiterbildung gesetzt. Nämlich habe ich meinem Chef verkündet, dass ich den Vertrag nicht verlängern werde. Und habe natürlich Bammel vor der Zukunft, weil ich nicht weiß, was es für mich auf sich hat, wo es mich hin verschlägt. Bin offen für sehr vieles und für die ganze Welt. Aber ich habe neulich auch zu meiner Arbeitskollegin gesagt, hey, wenn das der Sinn der letzten Monate war, der unfassbar harten Arbeit, dass du dafür einstehst, wofür du träumst, was du eigentlich machen möchtest, dann hat es sich sowas von rentiert und es war einfach unfassbar toll und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe und vor allem, dass es der Zufall so wollte, am 01.01. den Podcast zu hören und den ersten Schritt in eine spannende neue Zukunft zu setzen. Danke dir, meine Liebe. Applaus von uns allen. Und ich finde es einfach so ein Wahnsinn, dass wir so unterschiedliche Frauen sind mit ganz unterschiedlichen Backgrounds. Und
alle hier sitzen und nicken und ja, uns High Five geben. Und da komme ich schon zur nächsten tollen Frau, zu Deborah. Deborah weiß ganz genau, wo sie hin will, jetzt nach dem Coachings oder nach der Ausbildung. Und das hat mich auch sehr, Deborah, deine Geschichte hat mich berührt, persönlich deine Geschichte, aber eben auch, dass du ganz genau weißt, wo du hin willst und du hast da dieses, du hast dich auch inspirieren lassen oder hast es auch mit uns geteilt, auch auf der Abschlussveranstaltung, deine frühere Business-Mentorin, wie die auch hier ins Spiel kommt und deine sehr klare Vision, wie es für dich weitergeht. Also es ist, du bist schon mitten dabei. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ja, vielen, vielen Dank, Sarah, erstmal für die Einladung und für diesen wundervollen Raum wieder mit den wundervollen Frauen heute. Ja, zu mir. Meine Geschichte begann tatsächlich relativ früh schon als Führungskraft und mit viel Verantwortung auch. Und ja, ich hatte immer Chefs über mir und hatte aber irgendwie auch immer ein Team unter mir und war immer, also meiner Meinung nach, auch eine gute Führungskraft. Ich habe so meinem Team zugehört, ich war da, ich habe geschult, ich habe weiter, habe gelernt, habe mit dem Team gelernt und ja, habe dann aber irgendwann meine neue Chefin kennenlernen dürfen und die hat mich tatsächlich auch sehr, sehr inspiriert und ich glaube, ich habe vor allem durch einzelne Meditationen, die wir hatten, diese Momente mit ihr wieder aufleben lassen können. Also mir ist wirklich bewusst geworden, was sie für mich für eine Mentorin war. Also dass sie wirklich gute Fragen gestellt hat und auch Raum gehalten hat für die Antworten und es nicht irgendwie nur um Zahlen, Daten, Fakten ging, sondern sie hat sich wirklich mit mir auseinandergesetzt und hat wirklich wissen wollen, was in mir vorgeht. Und das war so eine ganz neue Art für mich und hat mich so inspiriert, dass ich ja wahrscheinlich jetzt diese Klarheit auch habe, wo ich sage, ich möchte diese Vorbildfunktion, die meine Mentorin damals für mich war, in die Welt raustragen und möchte Vorbild sein für die anderen. Und ja, es geht irgendwo immer um Mindset, was ich auch in der ersten Coaching-Ausbildung zum Beispiel gelernt habe. Und in dieser Coaching-Ausbildung war aber vor allem auch das Thema Mindfulness nochmal extrem wichtig. Und das war auch so für mich ein Punkt, wo ich mir dann immer gedacht habe, genau, das ist es. Das ist es. Das ist nicht nur die Tools, die toll sind, die man anwenden kann in den Workshops, im Training, sondern es liegt immer noch was drunter. Und das konnte ich durch diese Ausbildung tatsächlich für mich heben, diesen Schatz. Und ja, also ich würde tatsächlich auch jedem empfehlen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, egal ob dieser Mensch als Coach arbeiten möchte oder nicht. Es ist so viel mehr. Da steckt so viel mehr drunter. Es ist nicht nur dieser Sprung ins kalte Wasser, es ist einmal, du tauchst einmal tief auf den Grund deiner eigenen Geschichte und hebst den Schatz und verstehst dich dadurch besser. Und das war für mich so bereichernd und so wertvoll, ja, dass ich wahrscheinlich einfach einen Schatz voller Klarheit an Land gezogen habe und für mich jetzt weiß, wo geht meine Richtung hin? Wie will ich arbeiten? Mit wem will ich arbeiten? Und was will ich austragen in die Welt. Und du hast es gerade auch schon so schön gesagt, dass man das eben auch in sein Führungskräfte-Coaching und Training reinbringen kann, weil letztendlich sind wir alles Menschen und die Menschen im Büro, die Führungskräfte sind Menschen, die Menschen über ihnen, die Menschen unter ihnen, also in der Hierarchie, ja, wir sind alles Menschen und die Kausalkette, wenn du rausgehst in die Welt und eben diese Menschen schulst, ist einfach riesig, ja, weil das trägt sich in die eigenen Familien, das trägt sich auf die Mitarbeiter, die Familien der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und deswegen jetzt schon mal danke dafür und dieses
Ja, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Hey, auf den Grund tauchen, auch für sich selber und zu merken, hey, ich bin Mensch und was ist meine Geschichte und was ist das, was ich aus meiner Geschichte machen möchte. Und dann kann man genau das auch bei anderen anwenden, mit Tools, mit allem, was wir gelernt haben. Aber eben, es kommt immer wieder zu dem Punkt, egal wer uns begegnet, es ist ein Mensch, egal in welchem Kontext. Und das habt ihr mir auch geschenkt, zu merken, hey, egal wie unterschiedlich wir sind. Und natürlich gab es die Gespräche und wir haben schon auch kuratiert, ja, im Vorfeld. Aber deswegen fand ich auch diese Gruppe hier jetzt so inspirierend, weil es sind total unterschiedliche Geschichten, total unterschiedliche Kontexte. Aber wir haben uns alle getroffen in unser Menschsein und so unterschiedlich sind wir nicht. Deswegen brauchen wir auch gar nicht so viel unterschiedliches Handwerkszeug, wenn wir eben da vordringen können und egal in welchem Kontext. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr Lieben, wir werden auch alle Links jetzt zu den großartigen Frauen, die jetzt hier gerade teilgenommen haben, also zu Deborah, Jenny, Julia, Marie-Therese und Nathalie, in die Shownotes packen und verlinken. Wenn ihr also sagt, also wenn die von den Ladies, die jetzt schon ganz konkret Angebote haben, wenn ihr sagt, hey, das könnte ich mir vorstellen, da würde ich gerne Coaching machen oder das in meine Firma holen oder als Einzelperson buchen. Wir verlinken euch die großartigen Ladies natürlich. Und ich kann nur Danke sagen. Danke für diese Zeit. Danke für euer Vertrauen. Ja, ihr habt uns auch ein Riesengeschenk gemacht, wirklich. Also vielen, vielen Dank für die letzten Monate. Und ja, ich bin voller Ehrfurcht. Und das meine ich überhaupt nicht in so einem kitschigen Sinne, sondern von Mensch zu Mensch voller Ehrfurcht. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Danke dir, liebe Sarah. Dankeschön, Sarah. Danke. Dankeschön. Ich danke euch und wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend. Wir danken dir fürs Zuhören und ja, wo auch immer du gerade bist, lass es dir gut gehen.